Nietzsche, geschrieben von Wilfried Liebe am 22. Februar 2017. Nietzsche. Ein Nietzsche? Keine Ahnung, was das ist, was der vorweisen muss. Ich habe mir diesen Titel nie offiziell gegeben, auch um nicht in einen Topf mit denen geworfen zu werden, die den Titel eindeutig zu Unrecht tragen. Hochstapler, Selbstverliebte, arbeitsscheue Versager, Dummköpfe. Es gibt aber die Kunstfigur, den Dandy, DJ Stoney. Sie spielt den DJ in all seinen poppigen Schattierungen, aber auch in seiner Oberflächlichkeit. Und letzten Endes Peinlichkeit. Narzissmus auslebend, größenwahnsinnig charmant und abseits der Gartenzwerge. Ähnlich verhält es sich auch mit Wilfried Liebe. Kein Pseudonym, kein Künstlername, sondern der Arbeitstitel für meine Gedankenspiele und meinen Umgang, meine Einstellung zu dem, was Kunst angeblich ist oder sein könnte. Er ist auf jeden Fall nur Kunstfigur, als Alternative, als Ergänzung zum Dandy, zum DJ Stoney, dem Dandy. Vor allem aber zum Gesamtkunstwerk, dem vielschichtigen Reinhard Steinbrecher. Als Mehrfachpersönlichkeit. Einfach, wenn man seine Kompliziertheit annimmt. Kompliziert, wenn man zu einfach denkt.